Wenn viele den Namen Yu-Gi-Oh! Hören, kommen immer folgende Fragen auf. Ist Yu-Gi-Oh! Nicht ein Kinderspiel? Gibt es das überhaupt noch? Glaubst du ans Herz der Karten? Hast du die Exodia? Aber man merkt schon, für viele ist Yu-Gi-Oh! Auf jeden Fall ein Begriff. Sei es durch die Serie oder weil sie es selber gespielt haben oder weil es einfach gesehen wurde auf dem Schulhof. Doch immer merkt man, man kennt es halt von früher. Doch auch die heutige Jugend wird immer wieder mal mit Yu-Gi-Oh! In Verbindung kommen, indem man halt Videos von YouTubern guckt. Wie zum Beispiel von folgenden YouTubern. Darunter zum Beispiel Klangan, Stay, Maudado, Rocket Beans, German Let's Play, Hand of Blood, der sogar mit der Original-Synchronstimme ein Video gemacht hat, und sogar der größte YouTuber der Welt hat dazu schon mal ein Video gemacht. T-Series ist für mich einfach kein YouTuber. Und nicht nur, dass diese Videos gemacht werden, nein, sie werden auch angeguckt. Sie erreichen sehr viele Aufrufe. Sehr viele Aufrufe. Und nicht nur YouTuber thematisieren das Ganze, auch zum Beispiel hat letztens Amazon folgenden Clip gepostet. Zwei Fallenkarten versteckt habe? Das sind magischer Zylinder und mein Bannkreis, jetzt mach dich frisch! Also scheint Yu-Gi-Oh! Auf jeden Fall sehr beliebt zu sein und eigentlich müsste es doch jetzt fast jeder spielen, oder? Wir alle kennen die Antwort. Natürlich nein. Klar, die Spielerzahlen steigen immer mehr an, das bedeutet, wir kriegen immer mehr Spieler, aber eben nicht so rasend, wie eben zum Beispiel diese Videos geguckt werden. Es fällt also besonders auf, dass es eine große Differenz gibt zwischen Spielern und eben Zuschauern. Denn geguckt wird es auf jeden Fall, gespielt jedoch nicht ansatzweise so viel, wie es eben geguckt wird. Aber warum ist das so? Müsste nicht die YouTuber-Szene explodieren und das Spiel müsste immer größer werden? Fangen wir mal anders an. Was ist der Grund, warum Yu-Gi-Oh!-Videos zum Beispiel bei den genannten YouTubern geguckt werden? Natürlich gibt es hier auf jeden Fall mehr Gründe, wir gucken uns jetzt mal zwei an. Erstens, zum einen, weil sie das Spiel natürlich kennen von früher, aber schon längst selber raus sind. Das heißt, sie kennen das Spiel und würden gerne mehr davon erfahren, aber eben können das Spiel selber nicht spielen und deshalb gucken sie es einfach woanders an, bei jemandem, der das eben kann. Ein weiterer Grund ist natürlich die Unterhaltung. Denn das Prinzip, dass Spieler A die Lebenspunkte von Spieler B auf Null bringen kann, ist ziemlich simpel. Jetzt kann man das Video noch unterhaltsam gestalten und schon hat man auf jeden Fall ein lustiges Video. Fällt dabei auf jeden Fall auf, dass die Videos eher simpel gestaltet sind. Das heißt, man sieht jetzt keine krasse Ultra-Kombo, sondern man spielt eher simple Kombos und spielt auch Schlüsselkarten, die man eben von früher kennt. Zum Beispiel der schwarze Magier oder eben blauäugiger weißer Drache. Natürlich gibt es noch viele, viele andere Gründe, aber da wollen wir jetzt weiter nicht drauf eingehen, denn es fällt eins auf. Das Problem ist das Spiel selber. Klar versteht man das Grundprinzip des Spiels, aber das Spiel mit all seinen Facetten zu lernen, ist ziemlich schwer. Du musst alle Regeln kennen, du musst alle Beschwörungsarten können und dann halt eben noch die verschiedenen Decks verstehen und deren Mechaniken. Dies ist alleine fast schon unmöglich, wenn du nicht bereits jemanden kennst, der das Spiel kann. Klar, wenn jemand das Spiel kennt und dir eben zeigt, wie das geht, ist es ziemlich einfach, aber wenn du ganz alleine für dich halt dieses Spiel lernen willst, ist es sehr schwer und die Einstiegshürde ist dort sehr, sehr hoch. Und das ist auch bereits die Antwort auf eine Frage, die ich vorhin gestellt habe. Müsste die YouTuber-Szene nicht explodieren? Nein, die YouTuber-Szene ist schon viel zu speziell. Das bedeutet, man behandelt schon die Mechaniken oder Metadecks oder hier eine Metakarte oder hier ein neues Set. Da versteht ein neuer Spieler einfach nur Bahnhof und fragt sich, warum sollte ich so ein Video angucken, wenn ich davon eh nichts verstehe. Und jetzt? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir neue Spieler mehr an die Hand nehmen müssen. Es reicht nicht einfach nur das Spiel zu zeigen und sagen, ey, ist ein cooles Spiel, sondern man muss Stück für Stück ihm zeigen, wie dieses Spiel eben funktioniert und welche kleinen Sachen man eben wissen muss, damit man erfolgreich Yu-Gi-Oh! Spielen kann. Das Interesse ist auf jeden Fall da, jedoch sollte man eben nicht zu Beginn gleich Dragon Link zeigen und sagen, ja, so geht das und hiermit kannst du gewinnen, sondern einfach eine lockere Partie spielen und sei es nur mit ein paar Attributmonstern, ein paar Zauber- und Fallenkarten. Hierbei liegt die Aufgabe natürlich nicht nur bei den aktiven Spielern, sondern auch zum Beispiel bei Konami. Die Einstiegshürde muss einfach niedriger werden. Sei es durch YouTube-Videos von Konami selber, wo das Spiel einfach Stück für Stück erklärt wird, oder eben durch Einsteigerprodukte wie zum Beispiel Speed Duel. Doch einfach nur diese Sets rausbringen reicht eben nicht. Viele wissen gar nicht, dass diese Spiele noch aktiv existiert, beziehungsweise dass es überhaupt eine Turnierszene gibt. Man sollte versuchen, das Spiel weiter nach außen zu tragen. Das bedeutet, dass man mehrere Kooperationen eingeht, um dieses Spiel eben noch bekannter zu machen und vor allen Dingen nicht nur die Marke Yu-Gi-Oh! Bekannter zu machen, sondern eben das Kartenspiel selber. Denn Yu-Gi-Oh! Hat einfach noch ein riesen Potenzial. Das Spiel kann noch viel, viel größer werden, als es bisher schon ist und dafür müssen eben noch ein paar richtige Wege eingeschlagen werden, damit dies auch passiert. Denn, wie bereits am Anfang gesagt, jeder kennt Yu-Gi-Oh!, jedoch spielen kann es noch nicht jeder.